Muss ich auch gleich mal noch kurz ein bisschen korrigieren. Das ist ja wieder spiegelverkehrt. Ja, ich finde ja, dass man Filme mit Werbung viel besser gucken kann. Man kann auf die Toilette gehen, man kann Chips holen, man kann die Kinder noch mal ins Bett bringen. Also ich verstehe gar nicht, warum die Leute das ohne Werbung gucken wollen. Mirko, du bist Produzent. Ist das richtig? Ja. Also Produzent, Profi-Produzent. Unter Produzent habe ich mir als Kind immer diese Typen vorgestellt mit dieser dicken Zigarre. Ledersofa, fetter Schreibtisch, riesengroße Villa und ein noch größerer Pool. Was ist bei dir größer? Der Pool oder die Villa? Die Zigarre. Ledersofa. Okay. Du weißt schon, das heißt die Besetzungscouch. Anrüchig. Nicht nur heutzutage, schon immer anrüchig. Anrüchig, ja. Nee, also Besetzungscouch war in meinem Leben immer ein Gerücht. Ja. Ja. Hat nie stattgefunden. Ich glaube, das hat es tatsächlich gegeben. Ich kenne das aus eigener Erfahrung sogar. Ja, das glaube ich. Also ich glaube auch, dass das nicht nur alte weiße Männer waren, sondern manchmal auch alte weiße Frauen. Die Zeiten sind, glaube ich, einfach Gott sei Dank auch vorbei. Aber ich glaube, dass doch, auch wenn es mir persönlich nicht begegnet ist, dass gerade vielen jungen Schauspielerinnen doch massiv begegnet ist. Vielleicht nicht immer so plump mit der Besetzungscouch, aber da sind schon viele Abhängigkeiten ausgenutzt worden. Da bin ich glaube ja, vielleicht, ich glaube ja, das ist eine Hoffnung, dass man glaubt, dass das vorbei ist. Die Art und Weise hat sich vielleicht geändert, das Prinzip ist identisch. Es ist nicht mehr rough, es ist nicht mehr offensichtlich, es ist nicht mehr 1:1. Durch die Abhängigkeiten beim Film, wie abhängig du bist als der, der unbedingt einen Job will und der sich als Person verkauft und nicht ein Produkt, der steht ganz anders in der Landschaft rum. Der steht wirklich meistens gerade noch mit einem Feigenblatt in der Landschaft rum und ist unfassbar verletzbar. Wie oft bist du in die Situation gekommen, dass du besetzt werden wolltest von jemandem? Wie ist das bei dir? Ja, der Produzent kriegt es ja auch nicht geschenkt. Der muss ja Aufträge einholen. Nee, absolut. Also wir sind dann, also jetzt, ich sage mal, beim Auftraggeber auf der Besetzungscouch, ja, und da müssen wir unsere Projekte vorstellen. Und da ist es eine ähnliche Situation. Wir wollen natürlich auch den Auftrag, den Job bekommen. Wir gucken dann natürlich auch, dass wir natürlich ein Produkt haben, was zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Aber natürlich versuchen wir auch einen guten Eindruck zu machen. Wie muss man sich sowas vorstellen? Ich höre auf den Begriff, naja, da musste man da beim Sender, bei den Redakteuren, bei wem auch immer vortanzen. Wie tanzt du da? Ist das so ein Regentanz von Indianern oder sitzt du da so entspannt da wie jetzt? Ich glaube, dieser Begriff kommt daher, weil man ja ein Projekt, wenn wir zum Sender gehen, haben wir ja meistens ein kurzes Papier, vielleicht ein paar Bilder, aber hauptsächlich eine Idee, wie der Film oder die Serie mal aussehen soll. Und wir versuchen in diesem Gespräch dem Auftraggeber dieses Projekt so plastisch und visuell, wie es möglich ist, zu dem Zeitpunkt darzustellen. Und daher glaube ich, dieser Begriff Vortanzen, weil man spielt dann vielleicht auch mal so ein bisschen was vor, wenn man auch von der Rolle erzählt, die dann durch den Film tragen soll. Aber das heißt, da hast du auch die Ausbildung, hast du da auch einen Schauspielunterricht gehabt oder hast du den für sowas extra genommen? Macht man das? Nee, ist aber eigentlich eine gute Idee. Habe ich überhaupt noch nie drüber nachgedacht. Oh, du hättest eine Stimme wie Sky Dumont und würdest ein Projekt anbieten, was keinesfalls in die untere Schublade der Abteilung. Nein, auf gar keinen Fall. Also es ist schon, dass du dir eine Verkaufsstrategie überlegst. Du denkst schon vorher drüber nach, okay, mit wem haben wir es heute zu tun? Ja. Wie lange stehst du dann vor dem Kleiderschrank, bevor du sagst, okay, ich ziehe den Anzug an oder ich ziehe lieber nur einen Rolli an oder das ist heute nicht das intellektuelle Ding, was wir machen, wir wollen eine Komödie verkaufen, da ziehe ich mal lieber da. So die deutsche Fernsehbranche, so ein bisschen von diesem Alt-68er-Habitus immer noch geprägt. Ja, man darf nicht zu schick angezogen sein, glaube ich. Also ich versuche immer eher underdressed zu sein, weil ich auch glaube, dass die Idee dann mehr im Vordergrund steht als mein Outfit. Ja, aber was ich mache, ich übe tatsächlich. Also wenn ich jetzt die Leute nicht kenne und es ist ein großes Projekt und es ist vielleicht auch ein bisschen komplexer zu erklären, dann übe ich den Pitch schon, auf jeden Fall. So ein Pitch, suchst du dir die modernen, die Schlagwörter aktuell dann raus? Ich weiß, dass das teilweise ganz gut funktioniert. Mhm, ich glaube, ich müsste das auch mehr machen, aber ich habe auch so den Eindruck, dass man auch seine Glaubwürdigkeit für sich selber in den Mittelpunkt stellen soll. So wird man auch anderen gegenüber glaubwürdig. Es ist ja nichts anderes, als dass du ein Projekt bewirbst, um dann Gelder einzuwerben, um das Projekt dann so umzusetzen,
wie es vielleicht in der Bewerbung gar nicht war. Ihr werft selber Ideen auch in den Raum, trifft euch da einmal die Woche und haut euch Dinge um die Ohren. Jeder Produzent hat ein ganz großes Archiv von Ideen, die noch nicht gemacht wurden. Und das sind nie Ideen, die für immer abgelehnt wurden. Also es ist ganz oft so, dass du sagst, ich habe einen Stoff, den habe ich vor 5 Jahren mal Sat.1 angeboten und jetzt habe ich den nochmal mir ein bisschen angeguckt, habe den aktualisiert oder habe ein neues Element reingebracht und habe es jetzt mit dem ZDF gemacht. Also das ist ganz häufig so. Ja. Okay. Manchmal hast du so Sachen, die sind einfach so zeitgeistig, die musst du jetzt machen oder du machst sie nie. Das ist ja wie in der Mode, ne? Also die Sachen kommen ja auch wieder. Klar. Das heißt, du hast, klar, Grundlage ist, jemand hat eine Idee, die Idee lag auf der Straße oder jemand hatte die in der Schublade, schmeißt die in eure Runde, ja. Produzentenrunde. Jetzt sagen die anderen, stimmen die zu, verfolge das mal, weil es ist ja auch Arbeitszeit, die du dann da investierst. Arbeitszeit ist Geld, du bekommst irgendwie Geld, da muss irgendwas rauskommen hinten. Also du musst ja nicht nur deinen Arbeitsplatz selber finanzieren, sondern dann auch denen von Kollegen, die nicht im Kreativbereich, sondern jetzt in der Verwaltung oder sonst irgendwas zuständig sind. Das heißt, da muss was bei rumkommen, dass am Ende dieser, wie lange hast du da Zeit, 14 Tage, 10 Tage, 5 Tage, nachdem die Idee von deinen Kollegen angenommen wurde, wann fällt das Fallbeil? Also ich spreche dann meistens mit meiner Kollegin und der Geschäftsführerin, der Nanni, ja, Nanni Erben. Weil manchmal bist du auch einfach unsicher oder du hast eine Idee, weißt aber noch nicht ganz genau, in welche Richtung, ja. Und ich spreche dann immer sehr gerne mit ihr, weil sie ist einfach sehr, sehr klar und hat immer einen guten Input. Stell dir vor, du gehst durch die Gänge der Firma. Stell mir vor, das ist jetzt wie eine große Altberliner Wohnung oder ist irgendein schicker, fancy Neubau, Office, was auch immer, wurscht. Du gehst durch die Gänge einfach durch, hast was im Kopf, klopfst bei ihr an die Scheibe, Glasscheibe oder Holztür, wie bei euch jetzt Holztür, und sagst, Nani, kann ich mal, ich hab ein Ding, ich muss mal kurz loswerden, hast du 5 Minuten. So, das ist so der Einzige. Das ist ja, genau so. Ne? Okay. Was es haben muss, es muss eine klare Idee haben, ja, die... Was betrifft das? Klare Idee ist für mich mal allgemein... Ich glaube, bei jedem Stoff musst du so ein Momentum haben, wo du sagst, weil alle Geschichten sind schon mal erzählt, ja, aber du hast vielleicht, legst einen Aspekt in der Erzählung auf eine Figur oder auf eine Befindlichkeit, die so noch nicht erzählt wurde, ja. Ein gutes Beispiel ist, es gibt eine englische Serie, es ist ein Krimi, es wird jemand ermordet, aber auf dem U-Boot. Ne? Und die Kommissarin, ja, die Platzangst hat, muss in dieses U-Boot rein. Und da ist jeder Produzent neidisch auf diesen Pitch, wo man sagt, super, Krimi, 100-mal erzählt, aber durch den Ort, U-Boot, den Mikrokosmos, Männer in einer Röhre, ja, sind auch Frauen da, ist die englische Armee, aber verleihst du dem natürlich eine ganz eigene Exklusivität, ja, einen ganz eigenen Look. Und da hast du diesen USP, diesen Unique Selling Point, das Alleinstellungsmerkmal, wo du dich von vielen anderen Krimis absetzt. Ein Unique Selling Point ist ein wesentlicher Punkt für euch. Also es ist ja nicht das Alleinstellungsmerkmal, sondern es ist das, was sich am besten verkauft. Und ihr geht ja mit Begrifflichkeiten um, die für jetzt einen Menschen, der den Film guckt am Ende, was, wovon spricht er, was will er jetzt genau? Ach so. Und das zu übersetzen in deinen eigenen Kosmos ist ja auch für mich nicht unwesentlich, das zu übersetzen, zu verstehen, worauf kommt es Produzenten an. Also ich merke schon, es gibt nicht die Regel. Das ist, glaube ich, auch so, was es so schwierig macht zu begreifen, wie funktioniert jetzt ein Produzent. Also es gab ja diesen Mega-Film mit Dustin Hoffman, Robert De Niro, Wag the Dog, wo ja auch ein Produzent... Alles, was du in diesem Film siehst, stimmt. Es ist nichts erfunden. Da war es ja völlig egal, ob er Werbung macht, ob er große Kino-Blockbuster macht oder ob er eine Serie produzieren will. Das ist dem ja Wurst. Der wollte was raus, was loswerden. Ja, ich glaube, es geht im Kern geht es um Geschichten erzählen. Man will Geschichten erzählen. Okay. Und ob das, ne, auch eine Werbung erzählt ja eine Geschichte, auch wenn die jetzt vielleicht nur 30 Sekunden dauert, aber eine gute Werbung erzählt ja eine Geschichte, die dann mit dem Produkt geknüpft ist. Und eine Serie erzählt ja natürlich sehr episch, fast wie ein Roman. Sehr detailreich eine Geschichte. Ein Film, 90 Minuten, erzählt dir im klassischen dramaturgischen Aufbau eines Theaterstücks eine Handlung. Es geht, glaube ich, wirklich darum, dass man Geschichten erzählen will. Ja? Du bist überzeugt von der Geschichte, die du hast, dass die funktioniert. Wie schmerzvoll ist das dann, wenn du dann Leuten gegenüber sitzt, die hören sich das an und sagen, ja. Also sie wollen aber könnten sie nicht, also worum geht es nochmal? Es geht um den Baum, ja. Kann man den Baum nicht mit einer Kuh ersetzen? Weil Kuh ist im Moment gerade, die Kuh ist gerade eher das Sinnbild, worüber man sich aufregt, Methan und so. Wissen,
Baum ist jetzt gerade nicht so. Kann der Baum nicht von Dieter Bohlen gespielt werden? Das, machst du es dann trotzdem? Sagst du, na klar, naja, also, wir müssen hier 20, 200 Leute, wie auch groß auch immer so eine Firma ist, wir müssen hier irgendwie ernähren. So, die brauchen ihre Gehälter, das sind, keine Ahnung, wir müssen hier monatlich eine halbe Million ausschütten. Ja, dann spielt es halt Dieter Bohlen und es geht halt nicht um einen Baum, sondern um eine Kuh und am Ende, ja, machen wir das. Ist nicht meine Geschichte, aber gemacht ist. Wenn du nicht Pragmatiker bist, bist du auch nicht Produzent. Also, und ich glaube, jeder meiner Kollegen hat da seine eigene Grenze. Wo trifft der Pragmatismus auf den Idealismus? Mhm. Ja? Mhm. Ich glaube, da gibt es viele, ne, also die sagen, ist mir völlig egal, ich will den Auftrag und wenn ich selber im Baströckchen da stehe und alle meine Händchen singe, ja. Andere sagen, das ist das andere Ende der Fahnenstange. Nein, ich will, dass Henrik Durin auf der Toilette sitzt und die Bibel liest und das dauert 8 Stunden und das machen wir in einer Einstellung. Und das wird tonlos. Ja, genau, in Schwarz-Weiß. Ja. Hast du deswegen Banksy an der Wand? Um sozusagen die Wut, die manchmal entsteht, nicht aggressiv rauszulassen, sondern verkleidet mit einem Strauß Blumen? Ist das nee. Also dazu reicht das Bild nicht. Also ich sag mal, zeig's mir hier. Wir haben beide dasselbe Bild. Ne? Du hast es da. Ja. Jetzt sieht man es. Jetzt, ich kann es gar nicht. Doch, da hinten sieht man es auch bei mir. Nein, also das hat ja nämlich nichts zu tun, aber ich gehe dann joggen. Ja, also ich glaube, dass so ein Sender, und da spreche ich, glaube ich, auch für die meisten meiner Kollegen, der kann nicht manchmal oder einen Auftraggeber zu Weißglut treiben. Ja. Dann gehst du direkt im Anzug in Köln am Rhein joggen. Wenn du gerade direkt mal Mülheim und zurück. Ja, also das mache ich da nicht, aber dann steige ich vielleicht nicht gleich ins Taxi oder in die S-Bahn, sondern gehe erstmal. So, um ein bisschen so einfach mal, weißt du, ich versuche dann immer erstmal sacken zu lassen, einzuordnen. Und es ist ja auch nicht so, dass da nur Vollidioten sind, die deine ganzen hypergenialen Ideen nicht verstehen und dir kaputt machen. Manchmal haben wir auch ganz gute Ideen, die man, wenn man es ein bisschen sacken lässt, dann sagt, okay, ich verstehe den Hintergrund, verstehe auch das Bedürfnis, was hinter dieser Änderung steht. Und das macht vielleicht auch Sinn, sich damit zu beschäftigen. Ja, das ist auch ganz, ganz oft so. Wenn ich das höre, ich könnte niemals Produzent sein. Ich bin, wenn dann von einer Sache so überzeugt, es muss dann einfach von der anderen Seite etwas Besseres kommen. Ja. Das könnte ich nicht. Weil wenn ich überzeugt bin, das und das ist einfach, das ist einfach imstande jetzt genial. Und jetzt kommt jemand und nimmt einfach nur was weg, anstatt drüber zu gehen. Anstatt was draufzusatteln und zu sagen, ja, ich würde das gerne, also zum Beispiel, du kämpfst es mit der Idee mit dem U-Boot und mit dem passierten Mord und da kommt jetzt ein Kriminalist hin und der hat halt, der ist halt klaustrophobisch. Wenn der sagt, naja, das mit dem U-Boot finde ich jetzt nicht, das wäre doch schön, das wäre eine Einkaufsmall oder so, weil das ist gerade, das ist runter. Ja. Das ist ja schon scheiße, ist einfach nur Prinzip nicht verstanden. Doof, dann gehe ich. Also ich dachte dann, nee, sorry, das. Also der Hans Janke, der war Fernsehspielchef vom ZDF, sehr erfolgreich, sehr lange, hat auch den Montag aufgebaut. Und der hat mal gesagt, als Produzent muss man Wallach zwischen Rennpferden sein. Da ist schon das höchste Ziel. Das Projekt auch am Leben zu halten oder auch, ich sag mal, in der Fortführung am Laufen zu halten. Ja, also ja, das ist auch die eine Aufgabe des Produzenten. Genau. Ich jetzt als bis dato wirklich so eigenständig Kreativer gehe da durch die Wände. Da ist nichts mit Diplomatie bei mir, sondern wenn die Idee nicht besser ist, die da kommt, kann ich das nicht nachvollziehen. Für mich ist dann der Kampf bis zum letzten, dass man sagt, wir werden, und ja, und das ist finanzierbar. Ich brauche keine Mega-Explosion, um die Totalzerstörung zu erzählen. Das kann ich auch mit einem Tischfeuerwerk. Aber die Mega-Explosion muss bleiben. Ja. Im Verständnis der Figuren. Es muss für die Figur eine Mega-Explosion sein, dass es sich für den Betrachter als eine Mega-Explosion anfühlt, obwohl einfach nur ein Streichholz abgefackelt wurde. Mehr nicht. Und ich bin immer davon überzeugt, dass genau das geht. Das geht. Ja. Zählt final, dass es beim Publikum erfolgreich war? Ist das dann im Ranking im Nachgang Nummer 1? Oder könnte. Ja. Okay. Also ich sag dir auch warum.
Weil ich finde, Film ist ja, ist oder Fernsehen oder Streaming ist für mich ein Massenmedium. Ja? Also damit will ich viele Leute erreichen, ja? Weil ich will ja meine Geschichte, die ich erzählen möchte, auch, dass die gehört wird. Und wenn ich die Leute nicht erreiche, habe ich immer das Gefühl, ich habe was falsch gemacht. Weißt du, wenn ich jetzt so Aquarelle mache und mich da selber dran erfreue, ja, dann ist das das eine, das kann man auch machen. Aber ich finde, Film ist so teuer und es arbeiten ja auch viele Leute mit viel Herzblut dran. Und es gibt, finde ich, nichts Schlimmeres, als du machst was und alle sagen so, jo, nee, habe ich nicht gesehen, was? Also weißt du, aber es ist doch viel schöner, wenn alle sagen, Mensch, ich habe das gesehen, das war toll und das war super. Das macht doch viel mehr Spaß, als wenn es niemand sieht. Und das klingt so, als würdest du das abhängig von der Qualität des Produktes machen, weil ich habe, also mir fallen so viele Beispiele, wo ich sage, mördergeiles Ding, aber hier war Ausstrahlungspolitik, Ankündigungspolitik etc. Simples Beispiel, der Lehrer lief mega erfolgreich 2017, 2018. Und dann gab es immer so Verschiebungen wegen irgendwas. Europameisterschaft Fußball, ich weiß es nicht. Kommen wir weiter, kommen wir nicht weiter. Und da war dann plötzlich, ja, kommt, nächste Woche kommt es nicht. Dafür übernächste. Kommt doch. Nee, eine halbe Stunde später. Nee, kommt jetzt doch. Nee, es kommt original. Nee, später hast du schon mal die Hälfte der Zuschauer verloren. Und jetzt hat jeder Sender, jeder Verleiher, jeder Streamer hat ja auch einen Ruf, eine Reputation. So, Netflix hat man das Gefühl, bei Amazon hat man das Gefühl, ja, die wollen dich eigentlich abzocken mit den Unterprogrammen und Unterprogrammen und Unterprogrammen. Da kriegst du ja irgendwas, sagst du, Leute, guckt's alleine? Hier noch ein Abo abschließen? Nee, nicht. Was weiß ich, bei RTL weißt du, was du einkaufst, weil du kaufst auch immer Werbung ein. Du weißt einfach, wenn ich mir dort jetzt einen Krimi angucke, sowas, weiß ich, der muss mich so fesseln, da kommt dreimal Werbung. So. Ja, aber ganz ehrlich, also für Männer in unserem Alter ist das, finde ich, Werbung ganz gut. Da kann man auf die Toilette gehen oder kann sich noch ein paar Chips holen. Also ich habe nichts gegen Werbung. Das musst du jetzt sagen als Produzent, das musst du sagen, der für einen privaten Sender produziert. Ist die Wahl des Sven Koch, die Dünen-Thriller-Reihe, deswegen, weil, also mit einem Verkaufsargument gewesen, na klar, es sind Krimis, funktioniert. Habt ihr das von vornherein gleich einem Privatsender angeboten oder hattet ihr erst die Hoffnung, komm, Literaturverfilmung, lass uns mit dem ZDF das Ding machen? Darfst du das überhaupt sagen? Nee, darf ich nicht sagen. Okay. Wir sind gleich zur RTL gegangen und haben gesagt, das ist das richtige RTL-Programm, was sich dann zeigen wird, wenn es ausgestrahlt worden ist, ob es dann auch so Nichtsdestotrotz, funktioniert. es gibt keine Krimi-Tradition bei RTL, eben gerade weil da Werbung ist. Weil ein Krimi, der durch Werbung unterbrochen wird, das war also mein erster Impuls. Das muss so geil sein in der Spannung, vor allem wenn man kurz vor dem Einschnitt, wenn die Werbung Ja, aber kommt. das ist ja, man muss ja sagen, dass RTL schon eine Krimi- und Thriller-Tradition hatte. Das ist jetzt vielleicht 20 Jahre her. Wenn du guckst, die 10 erfolgreichsten TV-Movies sind ganz viele von RTL. Also, Das war aber natürlich auch zu einer Zeit, wo das im öffentlich-rechtlichen noch nicht so inflationär war, meiner Meinung nach, weil jetzt gefühlt 80% aller Sachen sind Krimis. Noch eine Frage. Wir haben noch, wir haben noch 2 Minuten, 20 Sekunden. Was ist die größte Summe, die du als Produzent bisher in den Sand gesetzt hast? Du musst ja keine Zahlen nennen, aber hast du schon mal etwas, wo du dann hinterher gesagt hast, so, jetzt werden die Haare grau? finanziell? Nee, also ich habe dadurch, dass ich viel in kleinen Firmen gearbeitet habe oder auch als ich selbstständig war, eine kleine Firma hatte, war mir immer klar, dass ich die Filme finanziell sehr, sehr sauber nach Hause bringen muss, weil ich kein großer Laden war. Deshalb habe ich nie wirklich was in den Sand gesetzt, finanziell, nein. Du willst, dass die Reihe weitergeht? Sind das Ja, sieben? der siebte kommt jetzt raus. Also er hat sechs geschrieben. Sonst stehe ich abends bei Sven Koch hinterm Schreibtisch mit der Peitsche und dann treibe ich ihn an, dass er 8 und 9 steigt. Nein. Sven ist ein cooler Typ, also deshalb sage ich das. Wir kennen uns ja, sind ja auch. Also nein, die machen wir auf alle Fälle, wenn es weitergeht. Und ja, dann muss er halt schneller schreiben. Das schafft er schon. Ich danke dir. Ich Ne? danke dir. Hat Spaß gemacht. Mal gucken, was passiert. Ne? Toi, toi, toi. Wünsche Ja, euch und der Firma und dir dir auch, toi, toi, toi. Also, das wird schon funktionieren. Das ist so toll und man darf wirklich die Vorteile der Werbe, der Pinkelpausen darf man nicht unterschätzen. Das müssen die Leute einfach wissen. Die. Ja, das ist alles. toll. Man kann Chips holen, man kann nochmal telefonieren, ja, man kann die Kinder ins Bett bringen zwischendurch oder nochmal reingehen.